Milliardenhilfen gegen die Krise. Familien, Mieter, Beschäftigte, Unternehmen. Sie will die Regierung im Schnellverfahren unterstützen und nimmt immense Schulden in Kauf. Bitte Abstand halten. Überall in Deutschland überprüft die Polizei die neuen Kontaktbeschränkungen zum Schutz vor Ansteckung. Olympia erst nächstes Jahr. Sportler, Länder und Verbände fordern wegen Corona eine Verschiebung der Spiele. Die Nachrichten des Tages, heute mit Christian Sievers. Einen guten Abend Ihnen allen an diesem Montag. Danke, dass Sie dabei sind. Das schon mal vorweg. Wir haben in den kommenden 20 Minuten den Überblick über den Nachrichtentag für Sie. Und er beginnt mit einem beispiellosen Hilfspaket, das jetzt allerdings auch bei denen ankommen muss, die es dringend brauchen. Das Bundeskabinett hat eine ganze Reihe von Leistungen auf den Weg gebracht. Und dafür wird sich dieses Land mit der Rekordsumme von 150 Milliarden Euro neu verschulden. Schauen wir uns mal die Details an. Größere und mittlere Firmen sollen über Kredite an Geld kommen können. Und zwar, so heißt es, in unbegrenzter Höhe. Kleinstunternehmen und Selbstständige können einen einmaligen Zuschuss beantragen von maximal 15.000 Euro. Der muss also nicht zurückgezahlt werden. Dann die Mieter. Ihnen darf nicht gekündigt werden, nur weil sie mit der Miete im Rückstand sind. Und wer Hartz IV beantragen muss, für den werden die bürokratischen Hürden gesenkt. Zum Beispiel bei der Vermögensprüfung. Nicole Diekmann berichtet. Pressekonferenzen, die später starten als geplant. Diese an einem Montag, an dem das Kabinett getagt hatte, statt wie sonst immer mittwochs. Das politische Berlin in den Zeiten von Corona. Umso lieber verkündeten Finanz- und Wirtschaftsminister konkrete Maßnahmen, etwa für die sogenannten rund 10 Millionen Klein- und Solo-Selbstständigen wie Musiker, private Pflegedienste oder Heilpraktiker. Wir werden helfen, indem wir für Unternehmen, kleine Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten Einmalzahlungen leisten von 9.000 Euro für 3 Monate insgesamt. Für Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten werden wir 15.000 Euro Einmalzahlung leisten, ebenfalls für 3 Monate. Außerdem, wer im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. September seine Miete nicht zahlen kann, soll nicht gekündigt werden dürfen, sofern das Virus der Grund ist. Der Nachweis dafür soll unkompliziert erbringbar sein. Und Kurzarbeitergeld. 60% des Lohns übernimmt die Bundesagentur für Arbeit, bei Familien mit Kindern 67%. Es steht Unternehmen zu, bei denen mindestens 10% der Beschäftigten davon betroffen sind. Die Unternehmen haben, nachdem sie so sehr von uns entlastet worden sind, eigentlich die sozialpartnerschaftliche Verpflichtung, eine Aufstockung zu ermöglichen, wenn sie dazu die Finanzkraft haben. Aus der Opposition Kritik. Null schon mal dahin. Kann sich Deutschland so etwas leisten? Ich befürchte, man muss die Gegenfrage stellen. Kann man es sich leisten, es nicht zu machen? Denn die Folgen der Krise dürften ja eh dramatisch genug werden. Da mindert jedes Kurzarbeitergeld, jeder Überbrückungskredit die erste Wucht der Pleiten und Entlassung. Die Bundesrepublik steht ja nach relativ gut da und die EU gewährt jetzt zusätzliche Spielräume bei der Schuldengrenze. Wenn man es umrechnet pro Kopf, erhöht dieser Nachtragshaushalt die Schuldenlast in Deutschland um knapp 2.000 Euro. Aber der Langfristschaden ohne das Hilfspaket, glaube ich, könnte noch viel größer sein. Und dann gucken wir noch mal auf das ganz Praktische. Wie konkret sind denn die Vorbereitungen, dass das jetzt auch tatsächlich schnell und, wie es immer so schön heißt, unbürokratisch läuft? Es wird auf jeden Fall ein Kraftakt und es dürfte, glaube ich, mehr Probleme geben, als den Betroffenen lieb ist. Nur zwei Beispiele zu nennen. Beim Kurzarbeitergeld müssen die Arbeitsagenturen ja jetzt eine Flut von Anträgen bearbeiten. Und selbst wenn man dort schnell und unbürokratisch helfen will, es entsteht auf jeden Fall ein Flaschenhals, allein schon durch die schiere Masse. Und bei den Überbrückungskrediten hat der Finanzminister zwar gesagt, dass die KfW innerhalb von 1-2 Tagen über die staatlichen 90% Garantie entscheiden soll. Aber führende Wirtschaftsvertreter hier befürchten, dass die Geschäftsbanken dann trotzdem nicht in jedem Fall die Haftung für die restliche Summe übernehmen werden. Also das Hilfspaket ist groß und geschnürt, aber sofort an den Inhalt zu kommen, dürfte nicht ganz so leicht sein. Theo, herzlichen Dank für diese Erläuterung. Und auch das ist ohne Beispiel. Das tägliche Leben hat sich für uns alle enorm verändert. Es gilt eine weitgehende Kontaktsperre. Viele Geschäfte mussten schließen. Wie das Ergebnis aussieht, heute in Deutschland, zeigt Oliver Deuker.
Hannover Innenstadt, wenige Menschen sind unterwegs. Der Beschluss der Länder und des Bundes zeigt hier Wirkung. Demnach ist nur noch der Aufenthalt in der Öffentlichkeit mit einer weiteren Person erlaubt. Als Ausnahme gelten Familienangehörige oder in einem Haushalt Zusammenlebende. Die Polizei hat die Kontrollen dazu verstärkt, zeigt Präsenz. Zunächst mal erfolgt eine Ansprache. Das heißt, auch häufig mal über Lautsprecher oder eben mit der entsprechenden Distanz. Auch wir halten uns ja, soweit es irgend geht, an die Regeln. Und die meisten Menschen reagieren dann auch schon entsprechend. Es gibt natürlich auch Einzelfälle, wo die Menschen nicht so reagieren. Und dann gibt es auch entsprechende Maßnahmen von uns. So wurden in Hannover schon einige Bußgelder verhängt. München, nicht ausgestorben die City, aber auch hier sind deutlich weniger Menschen auf der Straße. Und wenn, halten sie Abstand voneinander. Die Ausgangsbeschränkung wird größtenteils eingehalten und akzeptiert. Für mich nachvollziehbar als Bürger. Und ich denke, komm, weiter so. Ich fühle mich hier ganz gut verarztet im Moment. Ja. Oder von der Regierung betreut, sagen wir so. Und man kommt trotzdem noch raus. Also ich finde auch ganz gut, dass das eine Ausgangsbegrenzung ist im Moment und keine Sperre. In Mannheim sind die Maßnahmen allerdings schärfer. Am Morgen sperrte die Stadt per Allgemeinverfügung einige öffentliche Plätze. Es kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, wie die einzelnen Bundesländer und Kommunen die vereinbarten Leitlinien umsetzen werden. Denn Ausgangsverbote, Kontaktbeschränkungen können nur Länder und Kommunen anordnen. Klar ist aber jetzt schon, dass sie sich stark an den Leitlinien orientieren, sodass wir am Ende ganz praktisch in Deutschland fast einheitliche Regelungen haben, mit ganz kleinen Abweichungen. Tag 1, der Ausgang, gute Chance, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und da gehen wir jetzt live ins normalerweise quirlige Zentrum von Berlin auf den Alexanderplatz. Dort ist Carsten Behrendt. Und Carsten, wie ist die Situation heute Abend? Ja, gerade fährt wieder hinter mir eine fast menschenleere Straßenbahn durchs Bild. Nicht mehr als ein Dutzend Leute sitzen da in der Regel drin. Es ist hier auf dem Alex leer, wie an vielen anderen Orten der Stadt auch. Ich bin die ganze Zeit mit dem Handy unterwegs, filme hier von einem Selfie-Stick ohne Kamerateam. Deswegen kann ich mich auch etwas anders bewegen. Und für mich symbolisch ist eigentlich hier die Weltzeituhr, die jetzt hinter mir ist, weil die für ein recht ambivalentes Bild steht, was ich heute in Berlin gewonnen habe. Nach außen, da läuft die Uhr, ticken die Uhren hier in Berlin viel langsamer. Also es ist weniger Berufsverkehr da, alles ist geschlossen, alles wirkt so ruhig. Und innen drin, wenn ich mit Menschen mich hier unterhalte, mit gehörigem Sicherheitsabstand natürlich, dann merke ich, dass ein unheimlicher Stress ist, dass die innere Uhr im Turbo-Modus läuft. Zum einen, weil manche eben in systemrelevanten Berufen jetzt unter diesen Bedingungen arbeiten müssen. Zum anderen aber auch, weil viele Familien jetzt in einem Spagat sind zwischen Homeoffice und Homeschooling, also zu Hause die Kinder noch unterrichten müssen. Das verlangt vielen eine Menge ab. Und dieser Stresstest, der ist verbunden mit der Forderung an die Politik, dass diese Maßnahmen, die jetzt eingeleitet worden sind, wirklich ständig und immer wieder mit dem Warum, wie lange und schaffen wir damit wirklich den Kampf gegen das Virus verbunden sind. Dafür stehen dann alle für dieses Alle für alle und sind dann eben auch bereit, das zu machen, aber eben verbunden mit großen persönlichen Belastungen. Das Bild in Deutschland heute Abend. Carsten, herzlichen Dank nach Berlin. Und jetzt kommt der Moment in dieser Sendung, an dem wir auf die Infektionszahlen gucken müssen. In Deutschland, das ist ja die Statistik, auf die ein ganzes Land jetzt gebannt schaut. Anselm Stern hat den aktuellen Stand. Das Virus weiter auf dem Vormarsch. Aktuell gibt es in Deutschland 28.784 bestätigte Infektionen. 116 Menschen sind gestorben. Das meldet die Johns Hopkins Universität, Stand 18.30 Uhr. Die Forscher aus Baltimore haben die aktuellsten Zahlen. Sie nutzen mehrere Quellen. Die Weltgesundheitsorganisation etwa, aber auch die vielen verschiedenen Gesundheitsämter. Und sie durchsuchen das Netz. Twitter-Accounts von lokalen Behörden zum Beispiel oder die Nachrichten von regionalen Medien. Die Experten am Robert-Koch-Institut haben ganz andere Zahlen. Sie bekommen neue Infektionen ausschließlich von den Gesundheitsämtern aus den Bundesländern übermittelt. Laut RKI gibt es in Deutschland derzeit 22.672 bestätigte Fälle und 86 Tote. Hier fehlen noch einige Zahlen vom Wochenende und doch hat Deutschlands wichtigster Virologe heute auch diese Botschaft. Wenn alle mithelfen, dann kann es Hoffnung geben. Wir sehen den Trend, dass die exponentielle Wachstumskurve sich etwas abflacht.
Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich diesen Trend wahrscheinlich am Mittwoch, also übermorgen, definitiv bewerten kann. Aber ich bin optimistisch, dass diese Maßnahmen schon jetzt sichtbar sind, was sehr früh ist, weil sie ja erst seit einer Woche wirklich gefahren werden. Zu Hause bleiben, Abstand halten, weiter das Gebot der Stunde, sagt der Experte. Nur so habe man eine Chance im Kampf gegen das Virus.